Was geht's, liebe Leute? Hier ist euer Crash for the Figitinan zurück bei Let's Play Mario und Rabbids Kingdom Battle. Auch hier zum ersten Mal mit Greenscreen bei der Facecam. Und ja, im letzten Part haben wir das Phantom der Oper bezwungen mit viel Mühe und Not. Jetzt gucken wir mal, bei der Kampfzentrale sind wirklich viele neue Waffen hinzugekommen. Bei den Fertigkeiten weiß ich nicht, ob ich da schon was gemacht habe. Ja, ich habe da tatsächlich was gemacht, allerdings bei... Rabbit Peach braucht schon mehr als 40 Punkte. Dasselbe gilt auch für Peach, die jetzt mehr als 50 Punkte sogar benötigt, um wieder weiter aufsteigen und ihre Fähigkeiten weiter verbessern zu können. Uiuiui. Hoffen wir auch, dass wir genug Punkte zusammenkriegen werden. Also noch genug Punkte zusammenkriegen werden, um die Gruppe zu vervollständigen. Aber Moment. Ich habe noch gar nicht die Waffen angeguckt. Ja. Es gibt jetzt wirklich viel stärkere Waffen. 1400 kosten sie jeweils. Das heißt also, ich müsste jetzt jeden Kampf wirklich ziemlichst möglichst perfekt schaffen. Damit ich mir dann alle neuen Waffen mindestens einmal für jeden Charakter kaufen kann. Also sowohl die normalen als auch die Sekundärwaffen. Tja, da wir jetzt die dritte Welt hinter uns gelassen haben, wird es nun Zeit, dass wir mit der vierten Welt anfangen. Welt 2 ist die Sobe-Wüste. Da ist nochmal das Amiibo-Labor. Da haben wir jetzt die schorigen Gärten hinter uns gebracht und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Welt. Wie das wohl sein wird? Die Lavagrube. Das sieht mir ganz schön nach finalen Welt aus, wenn ich das so sehe. Warum ist das Tor noch immer zu? Das wäre die perfekte Abkürzung hierhin. Ach du Scheiße, das sieht schon unheimlich aus hier. Aber jetzt können wir... endlich diese Blöcke zerstören. Diese Fähigkeit haben wir jetzt im letzten Part dadurch erlangt. Und daher können wir noch gucken, ob wir noch was zusätzlich lösen könnten. Ja. Hä? Von we... Was? Ach so. Ich verstehe schon. Das hier können wir erst entfernen, wenn wir erstmals die vierte Welt abgeschlossen haben. Wahrscheinlich auch die letzte Welt. Wer weiß? Wer weiß das schon? Schätze mal, der Felsen muss jetzt hier auf die andere Seite verschoben werden. Die Statue hier hoch drauf kann. Oder? Was ist das für ein Ring hier? Ach so. Ah ja, rote Ring gibt es ja wieder. Und was? Woanders haben sie seine Getriebe hier, Silas Rabbit. Okay. So sieht's wohl aus. Ja. Wahnsinnig sind die einfach nur. Aber so kennen wir die Rabbits. So. Ich hoffe, ich kann ja auch alle kriegen. 5 sind es schon mal. 6. Ups. Oh Mist. 7. Schnell. Komm schon. Gleich haben wir's. Aber bitte verschwinde nicht während der Sequenz. Was ist mit dir los? Gleich schnell zuschlagen, hart zu zählen, keine Gnade. Der übt hier Kung Fu? Mein Lieber, wenn du hier abstürzt, dann fällst du in die Lava. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Naja. Ich glaube fast eher nicht. So, jetzt aber weiß ich ungefähr, wo die ganzen roten Münzen positioniert sind. Da tut das jetzt für mich kein Problem mehr darstellen. Dass du noch die extra die Sequenz laufen musst und dabei zählt das auch noch zum Zeitlimit. Aber gut, jetzt haben wir es.
goldene Schatztruhe. Und das gibt uns eine weitere neue Waffe zum Kaufen. Abtrünniger. Das Ding hat nur eine Funktion, deine Gegner zu besiegen. Und jetzt bringt das Spiel zu Ende. Ja, okay. Mach ich ja. Ich mach's ja. Dann los geht das. Auf in die vierte und wahrscheinlich letzte große Welt. Junge, Junge, wir haben schon so einiges bei diesem Spiel durchstanden, aber bislang hat mir das Spiel schon ziemlichen Spaß gemacht. Weil, glaubt es oder nicht, ich hatte bislang wirklich ziemlichen Spaß. Da ist es also. Oh, und ich sehe eine Flagge mit dem Abbild von Bowser Juniors Lätzchen oder Halstuch. Meine Damen und Herren, willkommen im Rachen des Löwen. Bowser Jr. war fleißig, seit sein Vater weggegangen ist. Das ist also Bowser Juniors Reich. Ja, so sieht's aus. Der war echt fleißig hier. Hol er die Waldfee. Überall sein Abzeichen. Offenbar hat er das Innere des Vulkans in eine Art militärische Produktionsstätte verwandelt. Ich fürchte, uns bisherigen Bemühungen waren nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, also seid auf der Hut. Das sind wir doch immer. Lavaregen bringt Segen. Ach echt? So, Lava-Hopser. Ja, Hopser natürlich, die werden auch hier wieder aufkreuzen. Aber was erwartet man? Es kommen immer stärkere Gegner. Ich bin schon gespannt auf unsere ersten Gegner von dieser Welt. Ich hoffe, dass es nicht so katastrophal enden wird wie der erste Kampf in der dritten Welt. Da wurden wir nämlich nur so von schaurigen Ziggis umzingelt und die alle haben ja diese beschissene Fähigkeit. Was macht der? Seine Haut scheint zu jucken, vielleicht wegen der trockenen Luft hier unten. Hey, hör auf zu kratzen und creme dich ein. Der kratzt sich an einer riesigen Mutterschraube. Klar, warum nicht? Ah, jetzt muss mein scheiß Auge wieder rennen. Das ist so unprofessionell. Ich hasse das. Immer muss das passieren. So kann ich mich nicht aufs Spiel konzentrieren, wenn mir jetzt mein Auge wehtun muss. Wie verrückt juckt noch zusätzlich. Was macht der jetzt da oben? Zieht seine Kreise hier, oder was? Warum hinterfrage ich eigentlich, was die Rabbits machen? Feder auf dem Friedhof. Die machen eh nur Blödsinn. Und das ist das Einzige, was sie im Sinn haben. Einfach nur Unsinn treiben. Mann, hier gibt's einen Haufen Schatztruhen. Oh, Power Cool, nice. Okay, sorry für den Schnitt, da, ich nehme mich kurz gestört. Passt schon. So. Ist da noch Platz für einen Keeper? Sie hätten wissen, für den Forschungsgebiet, ich brauche auch nicht viel Platz. Oder gut, war ein Versuch wert. Von wem versteckt er sich da bloß? Naja, der Ort ist auch nicht gerade einladend. Sieht auch nicht gerade einladend aus. So viel steht schon mal fest. Da wundert es mich nicht, dass er Bammel kriegt. Oh, achso, hier ist ein Kampffeld. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Gar nicht die schwarzen Farben bemerkt. Okay. Es geht los. Wahrscheinlich stärksten Gegner warten uns jetzt. Hier sind Lava-Hopser und Lava-Ziggis. Hä? Jetzt gucken wir uns das mal an. Natürlich brauche ich dann jetzt andere. Hier kann man sich hoch oben stationieren. Lava-Ziggi. Ja, die haben natürlich Schurkensicht. Ein Schuss, aber nur zum Glück. 175 KP. Und hier natürlich die Lava-Hopse. Oh mein Gott. 310 KP. Und einen starken Schild. Donnerwetter, ein Haufen Ziggis befindet sich hier. Und sie alle lauern auf uns. Wenn wir uns ihnen nähern, dürften die uns ganz schön hart treffen. Ich meine, Luigi könnte sich hier oben positionieren und auf sie ballern. Von höherer Position aus ist er immer am besten
geeignet. Sollten wir es mal versuchen, ne? Ich glaube, ich sollte Leute Luigi doch mal jetzt drin lassen. Dann wollen wir mal. Legen wir los mit dem Kampf. Wir müssen das Ding schon schaukeln können. So, stecken wir uns mal hier schön mit Mario. Er könnte versuchen, einmal abzuballern. Leider daneben. Aber passt schon. Zeit für die Heldensicht. Luigi springt mal hoch zu ihnen und verpasst ihnen eine ordentliche Ladung. Lass mal sie den Münzlein einsammeln. Er kann sich aber leider nicht verstecken. Er könnte... Nein, er kann sich auch nicht hinbewegen. Aus weiter Ferne könnte er natürlich auch auf einen ballern. Und ordentlich Schaden zufügen. Naja, er ist ja der Sniper. Ich hoffe nur, er wird nichts unnötig zustoßen. Aber es wird ihm wahrscheinlich, weil da wird dann der andere Hops auch, andere Ziggy auch noch erwischen. Naja, ich probiere es trotzdem. Ich kann leider nicht richtig in Deckung gehen. Das ist das Problem. Let's play! Aber man macht ganz schön viel Schaden hier. Ich könnte damit garantiert killen. Boom! Sogar mit Critical Hit. Nice one. So, jetzt auch die Heldensicht. Und du kommst auch noch zu ihm hoch und ballerst ihn ab. Kriegst du eine 100%ige Chance. Vielleicht sollte ich sogar das Ding zu dir schicken. Das macht nämlich auch ordentlich Wumms. Oh ja, das trifft ihn sogar. Oh, und sogar Critical Hit. Ach, Luigi, verschwende doch jetzt nicht deine Power hier. Naja, wollte ihm wahrscheinlich noch den Rest geben. Meinetwegen. So, jetzt noch das Schild. Er kann noch einmal, ich glaube, den Wächter einsetzen. So sollen die nur kommen. Bam! Das tut auch nicht weh. Nur leider auch Luigi. Schild setzen sie jetzt ein. Oh Mann, die kommen alle zu ihm hoch. Kritisch Honig. Alter! Alter! Nein, Luigi wird doch besiegt hier. Nein, lass ihn in Ruhe, Mann. Nein, ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Jetzt haben sie tatsächlich Luigi gekillt. Ich glaub das ja nicht. Und ich kann nicht wiederbeleben, oder was? Ah, nochmal von vorne. Vielleicht mal mit anderen Karten. Ich hätte es wissen müssen, dass ich falsch positioniert war. Das war aber wirklich blöd gerade gelaufen. Ja, hier sieht man, die schwarzen Fahnen sieht man nur schwer. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Hätte ich eben in Sicherheit bleiben sollen, wo ich war. Hätte mich diese ganzen Gegner nicht so hart drangenommen. Luigi hält halt zu wenig aus, das ist das Problem. Er braucht echt mehr KP, der Gute, aber er hat wirklich starke Waffen, habe ich gesehen. Ich meine... Der macht einen Wumms wie kein anderer. Aber vielleicht sollte Peach mal ausgetauscht werden. Vielleicht sollte ich richtig aggressiv losgehen. Vielleicht bleibe ich doch... Ups, vielleicht bleibe ich doch bei Rabbit Luigi. Und komm noch mit Peach hinterher. Ich glaube, so mache ich das jetzt. So. Hier in Sicherheit wiegen. Bin ich näher dran. Oh, Treffer versenkt. Nice. Und sogar mit Honigschaden. Mario Time. Oh yeah. Mario Time. So, Peach, nach oben mit dir. Kannst ihm auch noch eine verpassen. Und zwar ordentlich. Here we go.
Oh nein, den wollte ich aber jetzt nicht damit heilen. Oder hat sie ihn geheilt? Na, ich glaube nicht. Na schön. Dann baller mal los! Und da kommt noch eine oben drauf. Ja, da sind die beiden schon weg. Ja, wollte gerade sagen. Auf dem haben unsere Münzen jetzt nicht gestohlen. Ah, Mist. Aber Peach könnte jetzt in Gefahr schweben. Das will ich natürlich nicht, das will ich natürlich unnötig vermeiden hier. Die Röhre führt hier hin. Das ist schon mal sicher. Ich hoffe nur, sie wird jetzt nicht unnötig angegriffen von irgendwen. Ich glaube, ich sollte mich mal zu ihr begeben. Leider kann ich keinen abballern, also das passt schon. So, die Barriere. Und jetzt ist der Gegner dran. Jetzt setzen sie wieder ihre echte Power ein. Da darf ich nicht zu nahe kommen. Verdammter Schild. Au! Critical Hit natürlich. Das muss auch wieder sein. Ja, die können sich bewegen und gleichzeitig noch. Wir können die gleichzeitig den Schild einsetzen und. Da burnt er. Ja, die können Schild und schießen. Das geht auch. Dass ich nicht früher an diese Taktik gedacht habe. Die Röhre führt hier hin, aber da hat Wächter drauf. Wenn ich jetzt zu nahe komme, ballert er mich ab. Der hat eine Chance auf einen Crit. Na gut, Mario muss sich erstmal um den jetzt kümmern. Der hat lang genug Ärger gemacht. Diese verdammte Hopser, und da ist ja noch einer. Diese Wächtermodus, der macht mir zu schaffen. Da macht mir echt Schiss. So, und dann begebe ich mich nach oben. Und springe rüber zu Peach. Mal noch mal sehen, ob ich da noch was ausrichten kann. Aber von dort aus geht es wahrscheinlich nicht unbedingt. Nein, springe hier rüber. Ich hoffe, ich kann da noch ballern. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn erreichen kann. Nö. Ich kann sie ja abballern mit der Rakete hier. Ist gar noch stärker von weiter oben, wie es scheint. Und weiter oben kann man schon noch besser ballern. Na schön, dann setz mal Vampir ein. Jawohl. Hat geklappt. So, dann verstecke ich mich mal hier. So. Jetzt bist du dran. Mist, ich kann nicht erreichen. Peach, du musst was machen. Gegen diesen Typen. Vor dem brauchst du eine Heilung. Du und Mario. Okay, von hier aus kann sie ihn erwischen. Und die Gummiente macht ja nicht genug Schaden, um ihn zu killen. Na, von hier aus geht's nicht. Da muss sie sich weiter vortrauen. So, Heilsprung hat jetzt mal seine Wirkung gezeigt und jetzt. Ach Moment, den sollte ich doch eher. Was, die Ente erreicht sie auch nicht? Ach so. Nein, das gibt's nicht. Die Ente erreicht sie auch nicht.
Das war, glaube ich, ein Fehler, was ich gemacht habe. Mal sehen, was die Gegner machen. Welche Gemeinheiten hacken sie schon aus? Schaden, ey. Daneben. Au. Na, wartet, jetzt komme ich aber runter. Ich schwöre. Das heißt, alle besiegen, ne? Tja. Dann wird das mich ganz schön wehtun. Aber lieber gleich mit Peach dran setzen. Mit Peach draufsetzen. Aber sie sollte ja den Sprung einsetzen. Wie steht es eigentlich mit Rabbit Luigi? Der kommt hier hin. Da könnte er diese Grätsche einsetzen, aber dann kommt der mit seinem Scheiß hier. Ich traue mich trotzdem mal hin und versuche ihn ordentlich Schaden zu machen. Mit Vampir Power. Okay, dann mal los. Das dürfte jetzt wehtun, wegen seines Wächters. So. Komme ich hier wieder als KP gut geschrieben, was ich verloren habe? Jetzt schauen wir mal. Ja! Den hat er gekillt und zwar ordentlichst. So, jetzt schwäche dich auch mal ab, mein Freund. Grätsche kommt sie leider nicht so ran. Aber Mario. Naja, der kann auch nur einen von ihnen grätschen. Was soll's. Dafür werden die jetzt ordentlichst abgeballert. Oder ich kann sie auch gleich hämmern. Nö. Der kriegt jetzt eine Plasmakanone ins Maul. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Mega Man geguckt in letzter Zeit, weil ich habe mir die alten Mega Man Folgen jetzt auch noch ein bisschen angeguckt. Und das war schon lustig anzusehen. So, dass ich den noch 100%ig treffen kann. Ja, zum Glück werde ich... Nur ich geheilt, nicht die Gegner auch noch. Volle Pulle. Boom. Critical Hit mit Feuer. Ich hoffe, das hat schön wehgetan, mein Freund. Ach, leider sind wir jetzt wieder schutzlos ausgeliefert. Aua. Ah, aber meine Deckung kannst du nicht erwischen. War dafür hier. Na warte. Euer Schild werde ich jetzt mal durchbrechen hier. Und zwar gründlichst. Wo ist der andere? Ach, der ist geflohen, das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe ihn nicht mehr. Ach so. So rum. Ich habe jetzt die Anhöhe nicht gesehen. So, dann kann ich sein Schild entfernen. Wirbelattacke vom Feinsten. Und. Zeit für ein KO! Mit der Schrot. Golden Hit. Es gibt extra Kohle. Ich muss zu Rabbit Luigi irgendwie vordringen, aber das geht leider nicht. Den Wächter werde ich jetzt auch nicht aktivieren können, dementsprechend. Moment, kann ich? Ich könnte es probieren, 50%. Treffer versenkt. Immerhin. Dann aktiviere ich auch den Wächter. So, jetzt bist du wieder dran, mein Freund.
kannst du es ihnen ordentlich zeigen. Zieh ihn Energie ab mit dem Vampir und mach ihn fertig. Oh Mann. Auf das tut er ordentlich weh. Lavafresse. So, jetzt auch das Schild aktivieren. So. Ja, teilen uns den Schaden. Aber was soll's. Wir sind dafür da. Wir halten zusammen. Ja, ein Gegner ist auch übrig, ich sehe es gerade. Der ist also so gut wie tot. Also die Mission ist so gut geschafft. Das finde ich nice. Ich starte mit dem Hammer aus. Ach. Ja, da hat er diesen Schild immer noch. Ich muss runterkommen. Und den dann eine verpassen. Ja, das geht. Ja, sehr gut. Und dann war es das mit ihm. Dann war es das auch mit diesem Kampf. Ja, kein Vampir. Aber er steht unter dem Effekt vom Vampir. Okay, Peach. Zeit für deinen Heilsprung. So. Und jetzt verpassen wir dir eine Ladung Schrot. Volle Pulle. Ich hoffe, das hat schön wehgetan. Peach könnte noch etwas mehr KP vertragen. Was meinst du? Dann setze ich halt bei ihr den Wächter ein, dass sie nochmal zusätzlich draufballern kann. Wenn er weggeschleudert wird durch Marios Eingriff. Nö, leider nicht. Aber wir haben es geschafft. Schlacht gewonnen. Ach, aber zu viele Züge gebraucht. Es gibt leider nur gut. Ah, naja, was soll's. Hätte ich erwarten müssen. Na gut. Dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir dann den nächsten Kampf beschreiten. Dann machen wir dann an dieser Stelle weiter. Ich sehe aber keine Flagge. Das heißt, hier erwartet uns nur ein Rätsel, wie es scheint, oder? Ja, das ist, glaube ich, nur ein Rätselbereich. Und ja, wenn ihr es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Sehen Sie uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Oh ja, Crash Food, wie geht denn ein bisschen? Part von Let's Play. Mario Rabbids Kingdom Battle. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.